Allah Azza wa Jal, er beschreibt die Dunya, indem er sagt, inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Wir haben doch die Erde zu einem Schmuck gemacht. Das heißt, wir haben sie verschönert, ausgeschmückt, damit wir sie prüfen, wer die besten Taten unter ihnen macht. Prüfung. Und die Gelehrten sagen, das ist das Beispiel von einer Person, so wird zu ihm gesagt, gehe in dieses Schloss herein. Und du hast 2 Minuten in diesem Schloss mitzunehmen, was auch immer du mit deinen 2 Händen tragen kannst, dann geh heraus und das soll alles deins sein. Dann geht er herein in dieses Schloss. Und das ist die Dunya. Und wenn er hereinkommt, dann sieht er Rubinen, Juwelen, Gold, Silber. Und er lässt seinen Blick schweifen. Von links nach rechts und von rechts nach links. Und die Zeit? Sie zählt, sein Leben zählt. Die Zeit, sie zählt. Und wenn er dann sein Gesicht wendet, dann sieht er die wunderschöne Königsfrau, die Treppe herunterkommt und sein Blick bleibt starr. Und die Zeit? Sitzen. Und dann sieht er wunderschöne Transportmittel. Jaguar, Ferrari, Autos, dessen Auspuff er sich nicht mal leisten kann. Und er guckt hin und her und kreuz und quer. Und die Zeit? Sitzen. Und ehe er sich versieht, sind die 2 Minuten um und er hat nichts mitgenommen. Er hat nur durch die Gegend herumgeschaut. Die guten Taten, die er hätte machen sollen, dass er mitnimmt mit seinen Händen, was er tragen kann, hat er total vergessen. Sein Lebensalter ist eingeschränkt. Und so warne ich dich, dass du zu viel herumschaust. Sondern konzentriere dich auf deine guten Taten. Denn wir haben gesagt, alles, was du bekommen sollst, hat Allah bereits niedergeschrieben, liebe Geschwister.